Seit dem Sommer kommen viele Menschen auf der Flucht nach Österreich und in Folge auch nach Wien. In der Anfangsphase ging es darum, die Menschen mit Schlafplätzen und dem Notwendigsten an Kleidung und Schuhen zu versorgen. Seit Beginn des Einsatzes des Wiener Roten Kreuzes wurden 163.700 Übernachtungen in von uns betreuten Quartieren ermöglicht. Stand in den ersten Wochen die Betreuung der Transitquartiere im Vordergrund, so geht es jetzt und in den kommenden Wochen darum, die Menschen, die in Österreich einen Asylantrag gestellt haben, entsprechend unterzubringen und bei den ersten Integrationsschritten zu begleiten. Die Zahl der vom Wiener Roten Kreuz betreuten Quartiere schwankt. Derzeit sind es 9 Quartiere. Die Zahl der betreuten Menschen hat sich bei knapp 2000 eingependelt. Alles in allem sind es circa 2000 Personen. Einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger, aber im Schnitt 2000 Personen pro Tag. Sprich von 60 Personen im Quartier bis circa 1000 Personen im Quartier. Und wir haben auch schon 2 Grundversorgungseinrichtungen. Das eine eben im Inzersdorf, wo wir 19 Personen betreuen. Und dann in der Dammbruckgasse, wo wir ebenfalls 2 Familien mit je 4 Personen betreuen. Schritt für Schritt gibt es so etwas wie einen geregelten Tagesablauf für die Bewohner, aber auch für die Helfer. So wurde zum Beispiel in den vergangenen Tagen die Verpflegung vom Bundesheer auf die eines privaten Speisenlieferanten umgestellt. Eine logistische Herausforderung. Gilt es doch wöchentlich 35.000 bis 40.000 Mahlzeiten in den verschiedenen Häusern zu verteilen. Das heißt, die Leute bekommen dann ein Frühstück, ein warmes Mittagessen und ein ordentliches warmes Abendessen. Weiters haben wir mittlerweile in allen Häusern Duschen. Auch die vordere Zollamtstraße ist mittlerweile mit Duschcontainern ausgestattet. Ein wichtiger Bestandteil des Tagesprogramms sind Deutschkurse. Die Flüchtlinge, die sich entschlossen haben, in Österreich zu bleiben, haben als vorrangiges Ziel, Deutsch zu lernen. Derzeit finden in allen Quartieren rund 40 verschiedene Deutschkurse statt. Das sind Deutschkurse, die zum Teil von Freiwilligen gehalten werden, die ihnen das komplett neu ist, einen Deutschkurs zu halten und denen das nur einfach aus der Begeisterung dafür machen. Und es sind zum Teil aber auch Lehrer oder DAF-Kurslehrer, die das wirklich professionell machen können. Viele Initiativen richten sich an die betreuten Kinder, sei es als Tagesbeschäftigung oder um das Leben der Kinder mit Sachspenden ein wenig angenehmer zu gestalten. In der vorderen Zollamtstraße gibt es ein Kulturcafé, wo fast täglich Programm geboten wird. Dabei kommen alle Zielgruppen zum Zug. Es gibt Programme für verschiedene Herkunftsländer, Interessensgruppen oder Abende zu verschiedenen Themen. Studierende der Angewandten und der TU Wien haben gemeinsam mit den Flüchtlingen nützliche Dinge für den Betrieb des Hauses gebaut. Beispielsweise wurde vor der Inbetriebnahme der Duschcontainer ein Holzsteg zur leichteren Benutzung der Dusche gebaut. Das ist deswegen sinnvoll, weil es auch eine Beschäftigung für unsere Mitbewohner, also für unsere Bewohner, für unsere Flüchtlinge ist und weil es einfach mehr Sinn macht, weil man eine Arbeit mehr schätzt, wenn man auch mitmachen darf. Also es wirkt gegen die Langeweile und es hilft einfach für die Anerkennung von Dingen, die hier im Haus passieren, wenn man sich auch selbst beteiligen darf. In vielen Häusern ist es auch so, dass zum Beispiel die Reinigung auch von den Bewohnern selbst passiert. Also es ist nicht mehr rund um die Uhr Service von uns, sondern es wird auch von den Bewohnern viel beigetragen. Es gibt auch viele Bewohner, die dolmetschen, also das heißt, die selbst im Haus die Dolmetscher für die anderen Flüchtlinge sind. Noch immer treffen täglich Sachspenden in den verschiedenen Quartieren ein und diese werden dringend gebraucht. Oft kamen die Menschen nur mit dem Nötigsten am Leib nach Österreich. Nun gilt es, sie für den österreichischen Winter auszustatten. Eine große Stütze sind dabei auch die zahlreichen freiwilligen Helfer, die mit ihren unerschöpflichen Zeitspenden überall dort anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Mittlerweile arbeiten ca. 90 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Flüchtlingsbetreuung, um den 24-Stunden-Betrieb in den Quartieren gewährleisten zu können. Zusätzlich engagieren sich jeden Tag 40 bis 60 Freiwillige. Die meisten davon sind Team Österreich-Helfer. Wichtig für die nächste Zeit jetzt, für die kommenden Monate oder vielleicht Jahre ist, dass die freiwillige Hilfe, die wir haben, nicht abflaut. Also es ist klar, wenn so etwas passiert wie eine Flüchtlingskatastrophe, auch durch die mediale Berichterstattung, dass in der ersten Zeit sehr viele Menschen gibt, die sich engagieren wollen. Und jetzt, kurz vor Weihnachten, ist es aber so, dass wir schon deutlich spüren, dass die Hilfsbereitschaft ein bisschen abnimmt. Jeder hat seine eigenen Dinge zu tun, man muss sich jetzt dann wieder um Weihnachten oder sonst irgendwas kümmern und damit ist die Zeit, die man freiwillig verbringt, weniger geworden. Und für uns ist aber wichtig, dass wir auch in den kommenden Monaten konstant Hilfeleistung durch Freiwillige haben.
die uns ihre Zeit spenden, die hier mit uns daran arbeiten wollen, dass die Flüchtlinge weiter gut betreut sind. Wie auch Sie unsere Flüchtlingsbetreuung unterstützen können, erfahren Sie tagesaktuell auf unserer Webseite.